Meine Hände zittern. Und das, obwohl Bechtel mir einen Tee mit beruhigenden Kräutern gemacht hat, bevor er losgezogen ist. Der gute Bechtel. Er hat ja keine Ahnung, wie bedeutend meine Entdeckung ist. Ich habe ihn zu Meister Alistair geschickt, dem Erzmagier der Menschen. Er soll ihm einen versiegelten Brief geben. Morgen. Schon morgen wird Meister Alistair hier sein. Und ich kann diese schreckliche Verantwortung von meinen Schultern laden. Ich werde kein Auge zutun können. Als nächstes folgt der letzte Eintrag, den ich vorhin schon gelesen habe. Mehr steht dort nicht. Okay, aber... Da steht nichts mehr drin, was mich interessieren könnte. Der Erzmagier ist nicht da. Altes Pergament und vergilbte Papiere. Gefüllt mit Texten in verschiedenen ausländischen Sprachen. Adunash und Weston, Quenya und Sindarin. Und technische Zeichnungen in Kustul. Einfach mal alles mitnehmen, alles klauen hier. Wir rauben die ganze Hütte aus hier. Eine kleine Holzschachtel. Sieht nicht antik oder allzu wertvoll aus, aber trotzdem eine schöne Arbeit. Sie ist abgeschlossen. Öffne sie irgendwie. Sie ist abgeschlossen. Okay, wir müssen einen Schlüssel finden. Schon verstanden? Ein seltsamer Steinkopf. Er ist ziemlich grob behauen, hat aber auch einige feine Verzierungen. Vielleicht ein Mitbringsel des Professors von einer seiner Forschungsreisen. Eine steinerne Truhe, die in einer Holzkiste steht. Die Holzkiste sieht sehr billig aus. Es könnte sich um eine Lagerkiste handeln. Die Steintruhe ist verziert und auf ihr stehen Schriftzeichen. Ich kann sie nicht lesen. Ja, einfach öffnen. Was soll schon passieren? Da kommt bestimmt nur wieder eine Mumie raus. Sand. Kommt es mir nur so vor oder ist es hier gerade wärmer geworden? Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Keine Ahnung, ob da sonst noch etwas drin ist. Ich kann den Sand ja schlecht Korn für Korn durchwühlen. Die Lade ist bis oben mit... Okay, schade. Da ist bestimmt auch eine Mumie drin. Sieht aus wie ein Sockel für eine Statue. Er ist aus Stein und mit seltsamen Schriftzeichen bedeckt. Okay. Der Krug eines Zimmermanns. Vermutlich lohnt eine genauere Untersuchung nicht. Wo ist denn jetzt hier der Keller? Das scheint der Rahmen eines Spiegels zu sein. An den Rändern hängen noch einige Stücke Spiegelglas. Der Spiegel ist so gedreht, dass er den Kamin zeigt. Seltsam. Das scheint der Spiegel... Okay, da ist doch irgendein komisches Zeichen hier oben. Bestimmt ist das der Eingang runter in den Keller. Was können wir denn hier noch alles machen? Ein Holzzuber. Ein Holzzuber? Etwa halb voll mit Wasser? Na toll, darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Ein Holzzuber? Etwa halb voll mit Wasser? Na toll. Okay. Also wir müssen die Schachtel öffnen und... Was haben wir denn? Wir brauchen noch irgendwas zum Anzünden für draußen. Ach, die Dokumente. Ja, genau. Die unvorstellbar wertvollen Dokumente. Es muss wohl sein. Das oben haben wir auch noch nicht angeschaut. Gut, dass du da bist, Mortimer. Hier war eben eine seltsame Person, die meinte, es wäre du. Ich war das. Du warst das, Mortimer? Warum hast du dich als du selbst ausgegeben? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, eben. Hast du etwas mit deinen Haaren gemacht? Du siehst so anders aus. Verwechselst du mich ernsthaft mit einem meterhohen, alten, runzligen, glatzköpfigen Gremlin? Sei nicht so hart zu dir, Mortimer. Sieh mich an. Ich habe auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin nicht Mortimer. Mortimer hat mich hergeschickt. Ich suche einen Geheimkeller. Kannst du mir sagen, wie ich in den Keller komme? In den Keller? Natürlich.
Wie komme ich in den Keller? Was für ein Keller? Was? Was? Du bist gewachsen, Mortimer. Ja, ja, wir haben Spaß. Oh je. Okay, ich glaube, das ist nicht so ergiebig. Nee, ich lasse auch. So, den haben wir noch nicht betrachtet. Der Schädel eines Drachen. Könnte ein Hornschwanz gewesen sein. Bösartige Viecher. Aber heute gibt es kaum noch welche. Die letzten ihrer Art arbeiten heute beinahe ausschließlich als Lasttiere. Sie haben ihre Bösartigkeit verloren, aber auch ihren Stolz. Ich glaube, wir müssen nochmal mit dem reden. Meinst du? Na, großartig. Ja, er weiß, wo der Keller ist. Hallo, Mortimer! Ja, hör zu. Ich muss diesen Geheimkeller finden und ich glaube, du kannst mir helfen. Also reiß dich bitte zusammen. Natürlich, natürlich, natürlich. In Ordnung. Dann habe ich einige Fragen an dich. Hattest du einen Unfall in einer Mullbindenmanufaktur? Nein, ich bin eine Mumie. Wird Mumien bei der Mumifizierung nicht das Gehirn durch die Nase gezogen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich schon. Kannst du mir sagen, wo die Geheimtür ist und wie man sie öffnet? Du wirst vergesslich, Mortimer. Ja, genau. Also hilf mir auf die Sprünge. Wie öffne ich doch gleich die Geheimtür? Welche Geheimtür? Langsam ist es nicht mehr witzig. Was? Das. Die Geheimtür zum Keller. Wie kann ich sie öffnen? Du fummelst da immer an diesem Ding herum. An dieser Steinfigur. Und dann wird die Geheimtür geöffnet und du verschwindest irgendwo. Und wohin genau geht man? Gehe ich dann? Das weiß ich nicht. Ich habe meinen Sarkophag seit 4000 Jahren nicht mehr verlassen. Kein Wunder, dass du einen an der Waffel hast. Sie sind nicht Mortimer. Warum geben Sie sich als Mortimer aus? Ich sage es dir noch einmal, ich bin nicht Mortimer. Natürlich nicht, wenn du das sagst. Mortimer wurde entführt und ich wollte ihn retten. Das ist ja schrecklich. Du musst dich verstecken. Ich? Wieso? Man will dich entführen. Das hat man schon. Mortimer meine ich. Man hat Mortimer schon entführt. Aber es geht doch nicht. Wer unterhält sich denn dann abends mit mir? Mortimer ist dein Freund, oder? Hat er dich ausgebuddelt? Ja, das kann man so sagen. Ich lag ziemlich lange im Dunkeln. Irgendwann öffnete sich der Deckel und Mortimer war da. Seitdem wohne ich bei ihm in der WG. Tja, wie es aussieht, wird Mortimer in nächster Zeit nicht für dich da sein, um mit dir zu plaudern. Wir plaudern nicht. Wir diskutieren, wir beratschlagen, wir debattieren, wir plaudern. Aber niemals würden wir Skifahren. Hm? Wieso? Willst du etwa Skifahren? Ich will nicht Skifahren. Was ist Skifahren? Keine Ahnung. Ich hab genug. Tschüss. Oh Mann. Manchmal macht das Spiel schon ein bisschen fertig. Steinfigur. Wo war die? Ah, am Herd. Über dem Herd. Die da? Nee, aber hier hinten war doch. War auch eine. Jetzt bin ich verwirrt. Wo war die Steinfigur? Da fehlt die Steinfigur auf dem Sockel. Ja, eben. Oben auf dem Sockel gibt es eine sechseckige Vertiefung. Vielleicht die Halterung für eine Statue. Die ist bestimmt hier drin im Sand. Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Keine Ahnung, ob da sonst noch etwas drin ist. Ah. Ich kann den Sand ja schlecht Korn für Korn durchwühlen. Kam dir die gleiche Idee? Ja. Okay. Dann schütten wir doch da den Sand durch ein Sieb. Oder durch Sieben den Sand. Da ist etwas drin. Ein kleiner Messingschlüssel. Na also. Ah, kennen wir. War ja klar. So. Mal sehen. Im Kästchen liegt ein Stück Papier. Der Zettel ist eng beschrieben. Deus ex machina. Der Geist in der Maschine, lautet die Überschrift. Da ist auch eine Zeichnung von einer Steinfigur. Zu ihren Füßen steht eine Schüssel mit einer Flüssigkeit. Mal sehen. Der Geist in der Maschine kennt alle Geheimnisse dieses Hauses, steht hier. Bla bla.
Fülle den Treibstoff in die Schale zu Füßen der Maschine, um den Geist zu wecken. Treibstoff? Ah, hier. Mahle die Bohnen und kippe das Pulver in kochendes Wasser. Fülle den Trank dann in die Schale. Das hatten wir schon. Die Bohnen erhältst du aus der Maschine. Seltsam. Eine Maschine, die alle Geheimnisse des Hauses kennen soll? Okay. Es klingt ehrlich gesagt für mich ein bisschen wie Kaffee. Wenn man dort Bohnen zerreiben soll und die mit was kochendem Wasser übergießen soll. Ja. Das scheint der Rahmen der Spiegel. Sollen wir mal rausgehen und warte, was steht auf dem Zettel? Von was für einer Maschine ist die Rede? Der Zettel zeigt eine Art Steinfigur. Ohne die Maschine hilft mir der Rest auch nicht weiter. Na, dann lass uns doch mal rausgehen. Und mal das Wasser zumindest erwärmen, oder? Ja. Was kann man denn mit dem Schild machen? So, ein bisschen Papier rein. Was kann man hier noch alles machen? Die werden gut brennen. Sie sind staubtrocken. Yep. Zünden wir das doch mal? Ich versuche es mal. Oh. Was? Ach, das stört Chirp. Dann reden wir mit Chirp. Lieber nicht. Ich habe keine Neuigkeiten und er macht mir nur wieder Vorwürfe. Ach so, okay. Doch nicht Chirp? So, Gießkanne dranhängen und reinschieben. Und da oben, wie sie da oben qualmt. Ja. Mit dem kleinen Feuer. Die Gießkanne mit dem kalten Brunnenwasser hängt am Gestell. Mal sehen. Ja, und jetzt? Das Wasser kocht. Cool. Dann nehmen wir jetzt das kochende Wasser mit in die Hosentasche. Eine Gießkanne voll heißem Wasser. Schön. Wie machen wir denn jetzt hier das Zeug weg? Was machen wir denn mit den Kürbissen? Anschauen. Die Kürbisse hätten schon längst geerntet werden müssen. Die ersten beginnen zu gammeln. Vielleicht brauchen wir Kürbiskerne. Ja, aber jetzt können wir sie gar nicht mehr anklicken. Da können wir noch was zerreiben. Das ist eine primitive Mühle, würde ich sagen. Man kippt Getreide oben ins Loch und dreht den oberen Stein. An den Seiten kommt dann das Mehl heraus. Wir müssen die Klappe öffnen, weil hinten dran müsste dann doch diese Steinstatue sein, oder? Mhm. Seltsam. Oder es sieht aus, als könnte... Und was ist eigentlich mit der Vogelscheuche? Fragen über Fragen. Eine Vogelscheuche, die nicht einmal Cheep-Cheep Angst macht, ist eindeutig nicht zu gebrauchen. Okay, damit können wir auch nichts mehr machen. Die Bank können wir auch nicht anklicken. Nein, guck mal, wir haben nur die paar Sachen. Hier, jetzt irgendwie müssen wir das Gestrüpp wegbekommen. Die soll sich jetzt nicht so zieren und hier mal reißen. Ich kann das Gestrüpp nicht mit bloßen Händen entfernen. Ja. Wir können es wegbrennen. Das können wir nicht benutzen, das Schild, ne? Warte, das hat ja hier so Einkerbung. Vielleicht muss das hier auf den Sockel da. Nein, hier hin. Nicht ganz so gut wie ein echter Spiegel, aber ich kann mein Spiegelbild sehen. Und... Sieht gut aus, wie immer. Der erinnert mich ein bisschen an dich. An mich? In Sachen Spiegel. Ja, in Sachen Spiegel. Okay. Ich bin auch eine Frau. In dem improvisierten Spiegel sehe ich nur mich und einen Teil des Raums hinter mir. Ja, da ist irgendwas wichtig hier hinten dran. Oben ist auch ein Zeichen, eine Schnecke. Ja, die da eben. Ja. Aber wir müssen hier an diesen Kasten vielleicht irgendwie drankommen. Was zum Henker ist das denn? Keine Ahnung, wo... Da müssen wir von außen drankommen. Da ist doch dieses Ding da. Können wir den Stuhl mitnehmen? Ich räume hier garantiert nicht auf. Warum hat das der Geselle des Gremlins nicht gemacht?
Ein Holzzuber. Etwa halb voll mit Wasser. Na